So, herzlich willkommen auf Rennsim. Auf der Panderosa. Zu einer neuen Folge. Da müssen wir noch Erbrechen holen. Haben wir ganz vergessen. Ah ne, habe ich extra aufgestellt, nachträglich das aufgestellt. Aber das ist zu wenig. Da müssen wir noch was machen. Hier an dem Schild. So, dann holen wir Farbe. Das Brett tun wir wieder zurück. Warum habe ich denn da überhaupt auf? Komisch. Was hatte ich gesagt? Nochmal rein. Ich bin noch nicht, nee. Nicht, dass ich wieder Fehler mache hier. Flüchtigkeitsfehler. Das wäre natürlich ein Ding. Storchweiß. Nur noch beschriften hier. Dann kann man nämlich auch mal Leute einladen. Ne? So. Was war das? Milch? Milch kann. Oder was? Milchkann. Unterstand. Ne? Genau. Mach mal so. Fertig. Wir haben schon wieder 13 Uhr sowas. Ich komme immer hier zu einer blöden Zeit an. So, jetzt müssen wir einmal gucken. Ach, die Dinger haben wir ja auch noch. Zweimal gekackt. Und ihr? Hier ist eins nur. Okay. Die sind noch nicht so alt. Kaum was man braucht. So, wir haben Hühner, wir haben Schweine,
Und wir haben Kühe. Mal nach den Kühen kicken, nach den Hühnern, mal gucken, wir haben Tier. Ah, ist kaum was. Zwei, drei. Die legen doch nicht mal Eier da. Das ist ja der Hammer. Die krank? Pferde sind auch gesund, wie ich das sehe. Na komm mal her, ja. Ja, voll gesund. Du auch? Komm her. Komm mal näher. Ich doch mal überprüfen, Mensch. Ja, klar. Na, ich verbeiß ja nicht. Glück gehabt, wa? Und das hier auch noch wieder. Leute, was schleicht ihr so? Wieder da. Ja, Schweine haben wir. Jetzt, was habe ich denn da jetzt geholt eigentlich? Ach, ich habe einen Bock geholt. In den Warenkorb. Der Bock ist billiger als die Ziege.
haben. Aber noch ein Tier? Was gibt's denn da hier noch? Ich weiß nicht, Fleischkühe extra holen, keine Ahnung. Bin mir nicht sicher. Ein Hahn will ich auch nicht. Das gibt mir zu viele Küken, dann geht mir das wieder, wächst mir dann alles immer. Was haben wir hier? Ach, Samen. Ein Kompostierer werden wir uns noch holen. Ach so, müssen wir hier auch noch machen. Na. Das haben wir alles? Ich weiß nicht. Ich will erstmal mit warten mit Nachwuchs da. Das ist mir doch noch nicht. Nee, die rammeln schon im Auto. Ich habe wohl einen Hammer. Es gibt gleich einen Nachwuchs da. Na gut, machen wir das mit den Ziegen. Aber das ist unsere Gefühle. Bin mal gespannt, ob es noch andere Tiere, Schafe vielleicht geben wird. Jetzt habe ich so viel, so groß umgebaut. So. Machen wir mal die Tür zu. Ja, bei den Hühnern, das geht ein ratzfatz da. Ich weiß nicht, also. So, warte mal, da mal. Mal genau aufpassen, wo ich die reinpacke. Okay, ich stelle mal dahin. Wir haben zwar drei. Komm mit. Naja. Können ja auch da rein, ne? Nee. Auch noch.
Ich wollte ja das Mistvieh rausholen. Jetzt rennt der auch noch weg. Halt, hier geblieben. Ja. Na komm her, du Sack. Ach, dann kann ich ja hier gleich ranschreiben, da ziehen. So, da brauchen wir Weiß. Ziegen. Also, gut. Z. Wie Ziege. Ziegen. Schweine, Kühe. Okay. Das ist doch echt cool geworden. Dann machen wir den mal leer. Ja, haben wir ja alle Hand. Aber das gefällt mir hier auch. Muss man schon sagen, also. Unser Wirtschaftsraum hier. Cool abgeräumt und so. Da ist das ganze Fleisch zum Verarbeiten noch drin. Hier haben wir noch Wildfleisch. Achtmal. Müssen wir ja noch abgeben beim Jagdfritzen. Dann die Eierkörbe. Was ist denn da drin? Achso, das sind die. Ja. Bisschen Milch haben wir sogar auch noch. Wir haben Ziegenmilch, Kuhmilch, Ziegenmilch, zweimal Kuhmilch, dreimal Ziegenmilch. Guck mal, Ziegenkäse von machen wir. Das sind ja die, ja, da. Sieht doch gut aus, oder? Finde ich jeweils. Hier wird Wurst gemacht. Warte mal, dann müssen die ja weg. Die gehören ja dahin dann. Das ist hier die Suppenküche für den Käse. Die Käserei, hier haben wir Honig, zwei, das ist noch einmal voll. Haben wir
auch noch holen. Einschalten. Schleudern aber dann mal hineinlegen, schließen. Ist voll. Na, kommt nicht mehr raus. Schaltet sich das automatisch ab, oder? Ey, seid ihr verrückt, ja? Die haben mich gestochen. Die Bande! Warum wird das nicht richtig leer? So. Das lasse ich am besten da. Stehen, nein, was ist ja nicht. Oh Mann, 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 haben die mich gestochen. Jetzt habe ich einen vollen. Ja, die vollen lassen wir auch da stehen. Da ist richtig 7,5 Liter. Cool. Ja, super. Ach, die armen Pferde. Das ich glaube, die Kühe geben noch keine Milch. In dem frühen Stadium. Die sind noch so jung, ne? Die sind echt jung. Noch. Ja, ich könnte ja noch eine Kuh holen und ein Schwein. Nur kein Eber. Bei den Ziegen geht das alleine. Die ist jetzt trächtig, die konnten sie ja wieder nicht abwarten. Ach so, komm stehen. Habe ich jetzt. Ist ja noch gar nicht so weit, ist ja erst 19 Uhr. Ja. Also Pferde holen mal keins mehr, wir haben zwei, das muss ausreichen. Sonst wird die Koppel da zu klein. Bei den Hühnern weiß ich noch nicht. Die legen keine Eier, ne? Also können ja mal schnell hinlaufen. Vorhin war noch nichts zu sehen, ne?
Aber doch, jetzt liegt da was. Was ist das hier? Aufheben, zwei Eier, ne? Ist aber kacke. Ein Ei! Ein Ei! Da ist auch ein Ei. Eins, zwei, drei. Drei Hühner drin, ja. Okay. Hier liegen auch noch ein paar Eier rum. Die kann man ja mal aufsammeln irgendwann. Hier machen wir nochmal voll. Ja, umso mehr Viecher, umso mehr fressen sie. Ne? Und da lasse ich auf jeden Fall noch das frei, das mindestens noch halt. Warum ist... Ich habe die doch woanders reingemacht. Ich habe die doch hier reingemacht. Warum sind die da? Laufen die hier? Warum ist denn das auf hier? Warum ist die Tür auf? Das verstehe ich jetzt nicht. Warum geht dann die Tür auf? Das ist ja ein Hammer. Das dürfte nicht passieren normal. Das ist ja komisch, wa? Sonnenuntergang. Schlafenszeit. Oder ich muss die doch da, weil die sich ja selbst vermehren. In dem anderen reinmachen. Muss ich mal schauen. Jetzt warten wir mal eben mal, dass wir schlafen können. Also die Kühe bleiben drin und da ist doch auch eine Tür drin und die bleibt zu. Das ist jetzt das Ding. Verstehe ich nicht. Woran liegt denn nur? Ich weiß es nicht. So, jetzt kann er schlafen. Aufstehen. Ja. Jetzt laufen wir nochmal hin. Und kontrollieren dann nochmal. Die pennen. Hätte ich die auch hier vorne reinmachen können, wa? Da ist auch die Tür auf. Moment. Was ist denn das hier? Jetzt ist sie zu da. Ist ja komisch.
die doch richtige Wände drin machen. Andere Wände, zu Wände. Ja, ist so noch nie passiert, so eine Scheiße. Also wenn die nochmal da reingehen, dann, ja. Dann muss ich das umwechseln. Dann bleiben die da. Okay. So. Also ich finde das ganz klasse hier. Wie es geworden ist, muss ich sagen. So, und bei dem nächsten Mal, beim nächsten Video, kümmern wir uns um, ja, einmal um die Tiere schnell. Und dann, um die Felder. Dann suchen wir die Felder, dass wir irgendwas anbauen können. Ich weiß ja noch gar nicht, wo die Felder sind. Also da ist nicht. Baumarkt. Wo sollen da hier Felder sein? Da sind wir. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wo das sein soll. Man könnte ja mal hinlatschen, ne? Ja. Aber irgendwo muss das doch sein, ne? Ja, wenn das einer sieht und Bescheid weiß, der kann doch mal mir mal einen Tipp geben, wo sich, in welche Richtung sich die Felder befinden. So viel ich weiß, gibt es 3 Stück. Aber wo? Und wie komme ich da hin? In welche Richtung? Und das weiß ich eben nicht. Deswegen stehe ich auf dem Schlauch. Okay. Dann machen wir hier mal Schluss hier. Und vielleicht habe ich ja bis zum nächsten Video mal ein Feedback von euch, wo ihr mir das mitteilen könnt, wo die sind. Und vielleicht holen wir noch 1, 2, 3 Tiere dazu und das war es dann. Oder noch 2 Hühner dazu, also 5 Tiere, aber mehr auf keinen Fall. Erstmal. So. Das war's dann erstmal hier von der Bunte Rosa und dem Hans Dampf. Dann wünsche ich euch auch noch einen schönen Tag und Tschüssikowski, macht's gut, Nachbarn. Bis zum nächsten Mal. Arrivederci.